Hallöchen und willkommen zurück zur nächsten Mission der Kampagne Hastings, die Normannen. Und wir sind jetzt schon um einiges fortgeschritten. Jetzt sind wir ja bei Mission Nummer 5, Bremühl. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und diesmal gibt es auch wieder 3 Videos zum Freischalten oder beziehungsweise 3 Sachen zum Freischalten. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir starten auch direkt los. 2 mächtige Könige kämpften Angesicht zu Angesicht um das Schicksal der Normandie. Die Söhne Wilhelms hatten ihren langwährenden Streit über die Normandie entschieden. König Heinrich entriss seinem Bruder die Herrschaft über das Gebiet. Doch König Ludwig VI. Von Frankreich erkannte Heinrichs Erben nicht als zukünftigen Herzog der Normandie an. Heinrichs fragile Macht stand vor ihrer ersten großen Prüfung. Eine Invasion des französischen Königs. Der französische König kommt. Ja, das wird bestimmt spannend. Eine zufällige Begegnung auf den Feldern der Normandie führte König Heinrich in die offene Feldschlacht gegen Frankreichs berühmten König Ludwig VI. Das klingt nach einer abenteuerlichen Mission auf jeden Fall. Okay, auf geht's. Ein schwelender Bauernhof im umkämpften Gebiet zwischen der Normandie und Frankreich verkündete den Beginn einer französischen Invasion. An der Spitze der riesigen Armee stand König Ludwig von Frankreich höchstpersönlich. Ein englischer Späher informierte unverzüglich König Heinrich von England, der noch unterwegs war, um seine Grenzen zu verteidigen. Als sie von der Bedrohung hörten, flohen die Dorfbewohner und Wachen aus ihren Siedlungen und suchten Schutz in der Festung Fleury. Die Armen, ey, die wurden ständig angegriffen und ständig Kriegen ausgesetzt und mussten sich wieder verkriechen. Und oh Gott, halten sie die Franzosen auf. Halten sie Fleury. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Okay, was bringt mir die Abtei hier? Nichts. Kann ein paar Reiter bauen. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich hier machen soll. Hier sind welche. Ah, ich kann hier auch Dorfbewohner bauen. Wir können hier Schafe ernten. Okay. Und da sind auch welche. Okay. Die Frage, wie schnell... Ja, die bewegen sich ja sauschnell vorwärts. Muss man mal hier ausspähen ein bisschen. Oh Gott, da ist der bis ans Ende seines Lebens beschäftigt. So, jetzt kommen die da schon und brennen das erste hier nieder, weil da ich jetzt nichts gegen machen können, so wirklich. Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, Fleury bis zur Ankunft des Königs zu halten. Okay. Oh Gott, da kommen ja auch schon welche. Leute, ihr müsst abhauen hier. Kommt mal lieber hierher. Komm mal lieber hierher, Holzhacken oder so. Oder Steinhacken oder irgend sowas. Hier kann ich die anderen Sachen. Okay. Respekt. Vielleicht soll ich hier welche machen, um die zu vernichten. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie das jetzt hier gehen soll. Ah, da kommen ja auch schon welche und die wollen meine Dorfbewohner umbringen. Okay, da sind immer zu welche, die hier auch. Hier auch Stunk machen, anscheinend, so einzelne. Aber jetzt ziehe ich die ja trotzdem mal hierher zurück. Jetzt ist hier die große Armee, okay. Ja, dann kann ich das ja nicht mal mehr hier erforschen, da.
Das hätte ich früher klicken müssen, das habe ich verkackt. Das hätte in der Kampagne garantiert funktioniert. Oh nein, da sind noch Leute. Arme, unschuldige Dorfbewohner. Lauft! Lauft, ihr Armen! Oh Gott, ich bin komplett überfordert. Da sind noch welche, die sind unschädlich. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt. Ja, okay. Und hier ist nichts mehr, was man großartig erkunden kann, wie ich sehe. Schade. Dann könnt ihr, haben wir hier noch irgendwie auch, ja, wir können den Stein, aber Stein bringt ja nicht unbedingt was, ne? Vielleicht lieber noch welche auf Nahrung. Oh nein, das sind schon wieder welche, die werden es auch nicht mehr überleben, wenn es so weitergeht. Oh nein, lauf, der kleinen Dorfbewohnerchen. Lauf. Der Speer kann halt gar nichts, ne? Oh, oh nein, es sind zu viele. Oh mein Gott, es sind schon alle. No way. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Peil, wie ich das jetzt hier machen soll. Also die haben auf jeden Fall viele Pferde hier. Dann mache ich mal noch ein paar von denen. Also es dauert ja viel zu lang hier. Nein, nicht da raus. Oh Gott, ich mach doch noch das Tor auf, genau. Oh mein Gott, ich bin schon durchgebrochen hier, da kriegt die ganze Bagage. Ich weiß nicht, also wie ich das halten soll, weiß ich nicht. Die Zeit hat jetzt nicht gereicht, um da mega viele Truppen zu produzieren. Ich hätte so, so extra Zäune machen können eigentlich. Ich Schlaumeier. Ja, aber das bringt ja jetzt hier nichts, noch eine Eco einzurichten in irgendeiner Art und Weise. Oh Gott, dann geht halt in das hier rein. Da kommen sie auch nicht mehr rein. Oh Gott, was ist das denn? Wie soll das denn funktionieren? Jetzt müssen meine Dorfbewohner alle hier ins Dorfzentrum. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt hätte hier machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Keine Ahnung, hier können noch zwei rein, dann kommt die da noch rein. Hätte ich noch mehr so Türme bauen können, vielleicht kommt auch mal noch ein Turm. Okay, es ist Verstärkung eingetroffen, jetzt aber schnell hier, sonst so wird das nix da. So, die müssen wir jetzt erstmal hier loswerden. Aber wir haben doch ganz schön was von der Armee jetzt auch beseitigen können. Wo ist mein König? Der kann hier sein Schild wirken, wenn er mal schneller reiten würde. Okay, jetzt müssen wir vielleicht doch irgendwie ein bisschen Eco aufbauen. So. Und die, das sind halt super viele. Als Ludwig den Feldzug selbst anführte, sah Heinrich seine Chance, Englands Anspruch auf die Normandie ein für alle Mal geltend zu machen. Erobern Sie Granville. Was ist das oder wie? Oh jo. Oh mein Gott, das ist ja gar keine große Armee oder so, ne? Und was ist hier? Ah ne, das hier ist erstmal Granville. Okay, also ich soll nach und nach hier das alles erobern. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass das hier reicht. Schon an Armee. Okay, da sind schon einige. Warten auf den Weg bis dahin. Haben wir schon mal direkt ausgespäht. So, wir brauchen mal ein bisschen hier von diesen Upgrades. Oh Gott, ey.
Ich habe Kontaktlinsen drin und die machen gerade total blöd. Achso, nee, das brauche ich ja gar nicht. Wir wollen nicht, dass unser Militär Rammen baut. Wir haben gar keine Rammen. Ich denke, das Sinnvollste sind hier noch Bogenschützen. Speerkämpfer. So, die andere Schmiede brauchen wir halt auch wieder. Was ist da jetzt? Also er kommt da immer mal wieder mit so ein paar Truppen. Müssen wir das hier nochmal reparieren? Aber noch vielleicht noch ein Holzfällerlager. Dann gehen wir jetzt mal zuerst zu dem Lager hier. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Schäfchen gibt es jedenfalls keine mehr momentan. Wenn wir Nahrung hätten, dann könnte man sogar, wir könnten sogar ins nächste Zeitalter. Das ist ja mal witzig. Oh nein, ist mein Scout-Hops gegangen. Aber hier geht es sonst auch nicht großartig was. Da ist noch eine Goldkiste, die können wir uns vielleicht nehmen. Da kommen wir mit der Armee quasi mehr oder weniger vorbei. König Ludwig war entschlossen, die Engländer aus der Normandie zu vertreiben und begann Angriffstruppen gegen König Heinrich und dessen Streitkräfte zu entsenden. So. Immer noch so viele untätige Dudes, aber wir brauchen vor allen Dingen noch ein bisschen Nahrung. Kann das eigentlich schon wieder machen? Nee. Aber ich muss mir gleich noch ein paar Häuschen bauen. Ohne Farm. Alter, kommen die da mit dem Rambock an. Er schickt da halt echt irgendwelche verschiedenen Truppen die ganze Zeit. Holy shit, was ist da denn los jetzt? Okay, ich brauche meine Pferdchen. Und ich muss mal selber ein paar Truppen produzieren. Bringt das was, ins nächste Zeitalter zu gehen? Eigentlich schon, oder? Also mal schauen, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie eine blöde Idee. Als nächstes hier hin. Wo waren jetzt die untätigen Leute? Hier. Machen wir halt einen Bergfried hierher, oder noch? Gucken wir hier, was hier jetzt noch ist. Und wie viel Armee das wohl ist. Wir brauchen auf jeden Fall immer diesen Schildbuff von unserem König hier. Okay, wir haben Granville erobert. Cool. Haben wir den Dorfzentrum? König Heinrichs Männer marschierten gegen die französischen Streitkräfte und eroberten die Stadt zurück. Nice. Das ist sehr nice. Oh, da kriegen wir sau viele Kisten. Gönn dir mal das Gold hier, mein Freund. Yes, sir.
pretend they wouldn't. Okay, ja, sieht soweit ganz gut aus. Jetzt sind wir bald im nächsten Zeitalter auch. Also heißt es jetzt, wir ziehen unsere Truppen ja eigentlich dann nach vorne hier, ne? Und das können wir auch noch abholen. Aber mal gucken, nicht, dass da noch Truppen sind. Und vielleicht sendet der Kollege dann auch die ganze Zeit wieder Truppen hierher. Ah, König Ludwig bläst zum Gegenangriff. Nicht so gut. Jetzt kommt er wieder an. Dann sollen doch hier mal unsere... Ja, wir brauchen hier ein Dorfzentrum, eindeutig. Ich brauche jetzt erstmal ein Dorfzentrum. 400 Stein, ja, GG. Und jetzt haben wir es davon, dass ich die ganze Zeit niemanden auf Stein geschickt habe. Vielleicht kaufe ich das jetzt einfach ganz dreist. So. Und dann kommen die einfach auch noch hierher. Und bauen wir hier ein Dorfzentrum hin. Hm. Hier, da können wir die Rehe sammeln. Oder kommt er schon hier? Oh Gott. Nein, nicht die Spearmen. Das ist natürlich gerade falsch. Oh mein Gott, wie viel hat er denn da bitte? Was zur Hölle? Da weiß ich nicht, ob ich das schon verteidigen kann. Die Pferdchen sollten vielleicht mal da hinten liegen. Wo ist eigentlich mein König? Weil wenn der schon wieder abreibt, wo ist er denn? Hallo König, wo sind sie? Steht der jetzt ernsthaft? Oh mein Gott, da hinten stehen die alle rum. Oh mein Gott, nein, jetzt kommen die langsten Dudes und treten bei den ganzen Pferdchen. Oh no. Meine ganzen Pferdchen. Das ist halt so ultra sad. Ich muss Pferde bauen. Eigentlich brauche ich das hier gar nicht. Ich baue einfach Ritter. Oh Gott, ich muss alles bauen. Hier ist ein gegnerischer Stall. Okay. Bauen wir mal Nahrung. Okay. Wir sortieren hier mal drei ein. Ich denke, Bogenschützen sind gerade so das Beste, was man bauen kann. Okay. Aufpassen, dass nicht wieder der Gegner kommt. Jetzt habe ich ganz schön viel Truppen verloren. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Okay, nevermind. Natürlich kommt er schon wieder. Was ist das denn jetzt hier für einer? Warum kommt er jetzt hier? Kriegen wir so doch auch noch rein. Jetzt muss ich hier Ritter bauen. Das heißt, wir brauchen ultra viel Gold. Also Gold ist das A und O. Wir brauchen erstmal 400 Gold, um schneller Gold sammeln zu können. Aber wir können ein bisschen Holz verkaufen. Ich habe da ziemlich viel Holz. Oh mein Gott, das ist ja, also das ist ja halt schon echt heftig. Ihr sollt doch das hier angreifen. Ja, Sahamol. Ah, das hätte ich besser ausrüsten können. Kommen die da mit einem Rambock an? Ich weiß es ja nicht.
Und da kommt ihr die ganze Zeit mit Scouts oder was und nervt hier rum. Ich stell jetzt mal so ein. Ich stell mal so von den Kollegen hier welche hin. Hat er schon einen gekillt? Okay. So, also. Dann bauen wir jetzt noch. Ach, hier ist es hier. Okay. Warum kann ich das schon wieder... Ach so, ist schon voll. So, jetzt müssen wir das wohl mal zerstören. Ah, und dann kommen die anderen auch irgendwo her. Dann kommen die anderen da auch irgendwo her. Dann gehe ich mal hier spähen mit so einem Kollegen. Wo kommen denn dann die anderen her? Muss es hier noch irgendwas geben? Ich mein Scout-Ritter. Sonst noch irgendwas. Und nimm das. Okay. Wir können noch einen Bergfried sogar bauen. Dann bauen wir doch da einfach sogar noch einen Bergfried hin. Also der hat hier noch einen Stall entdeckt, dann schreibe ich den mal noch an. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, Waffenkräfte. Aber der Schmiede kann er das hier noch machen. Dann Brandpfeile, auch eine gute Sache. Mal gucken, bei dem hier kann er auch noch was machen. Dauert ein bisschen, aber irgendwann haben wir das auch klein. Und da kommt auch schon wieder einer her. Okay. Er hat es zumindest versucht. Ja, und jetzt heißt es irgendwie dann einfach nur noch einfach eine fette Armee aufbauen und gib ihm. Schätze ich mal. Kommen da jetzt wieder welche? Schade, dass hier keine Goldkiste gibt. Das wäre doch jetzt eigentlich angebracht gewesen an der Stelle. Dann muss ich hier das noch zerstören. Da ist die Goldkiste drunter. Das wäre jetzt lustig, wenn da die Goldkiste drunter wäre. Und? Goldkiste drunter? Nee. Schade. Dann gehen wir zurück. So, was haben wir denn noch so Schönes? Keine Ahnung, was du sagst, aber ja. Da kommt immer noch einer hier die ganze Zeit. Muss ja noch was sein. Ah, ich glaube, wir können mit unserer Armee auch gleich weiter vorrücken. Würde ich sagen. Die ist jetzt schon recht groß. Okay, jetzt gebe ich dir mal Kontrollgruppen. Sagen wir mal, das ist 3. Das hier ist 2. Und dann kann ich nämlich das wesentlich schneller hier
Anleiern. Jetzt gibt es kein Gold mehr hier. Das ist natürlich schlecht. Aber wahrscheinlich reicht es dann auch für den Rest des Spiels, oder? Müsste eigentlich. Hey, über den Chat! Intent! Für die hier habe ich noch nichts vergeben. Dann ist das die 5. Wie sieht es mit den Upgrades hier aus? Habe ich die schon nochmal? Nee. Das da ist vielleicht auch noch nicht schlecht. Oh, oh, wow, 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 okay, da kommt schon wieder ein Rambock und eine Armee. Da kommen vor allen Dingen Dings-Typis. Schwerträger-Typis. Da sollen sie mal kommen. Jetzt haben wir auch bald Popcap. Sollen wir mithelfen? Aber da kommt sie. Das Teil ist ja perfekt auf. Wo ist mein Heinrich? Wo ist mein Kollege da? Mach mal dein Schild. Okay. So, dann würde ich sagen, wir sind jetzt stark. Wir gehen jetzt in die nächste Stadt. Sind auch jetzt viele in der Queue. Mehr als wir hier mitnehmen können, weil unser Popcap gleich erfüllt ist. Ah ne, jetzt habe ich gerade was weggenommen. Das war 2. Und ist das 4. 3, 4. Ja, wir kommen, um die nächste Stadt einzunehmen. Mit Mönchen. Ich hätte ja gerne Reliquie, um dann so eine Massenbekehrung irgendwie durchzuführen. Das wäre sehr cool. Er muss mal gucken, da müssen doch noch irgendwo welche sein. Okay. Gucken, wer da auf uns wartet. Pferdchen. Okay. Das passt. Jetzt haben wir auch echt schon ein bisschen Armee. Full Staff. Wieder speichern. Nachdem er die Grenzstädte zurückerobert hatte, stand König Heinrichs Anspruch auf die Normandie nur noch ein Hindernis im Weg. König Ludwig und dessen Armee. Auf den schlichten Feldern um Bremühl würden die beiden Könige ihren Streit um die Normandie austragen. Da ist doch noch ein Lager, oder? So, wir haben leider keine Reliquien hier. Das wäre halt noch witziger, wenn ich eine Reliquie hätte und eine Massenbekehrung machen könnte. Aber das gibt's hier scheinbar nicht. Obesius is Arne Athus Surtus. Each gar so ahead. Tatsache, da ist noch so ein Ding. Das mache ich jetzt noch schnell kaputt hier. Aber auf der rechten Seite müsste, glaube ich, auch noch eins sein, irgendwo. Oh shit, da kommt jetzt. Oh mein Gott, oh meine Pferde. Oh,
Müssen wir jetzt hier fighten oder kann ich da zurück zu meiner Burg rennen? Gucken wir mal, was der König macht. Oh, das sieht so aus, als wäre da eine Kiste gewesen. No. Naja, egal. Ich brauch die Ressourcen ja jetzt nicht wirklich in dem Sinne. So, dann gehen wir, sind wahrscheinlich die Ritter zuerst. Ja. Und die da machen wir hier so ein Ding. Okay, oh, wow. Die machen, wow. Also, was ist das denn? Irgendwas stimmt mit denen nicht. Die haben irgendwas genommen oder so, ich weiß auch nicht. Aber die verhalten sich. Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Vielleicht hätten. Ich glaube, das war irgendwie so programmiert, dass die irgendwie hier erst angreifen dürfen oder so und sollten dann Stück für Stück hier hervorrücken und ich glaube so weit vorne für das Spiel oder sowas. Wie lustig. Oh mein Gott, wie witzig ist das denn bitte? Okay, da kommen wir nicht. Und hier kommt auch noch irgendwo ein Speerträger her. Oh, nein, 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 nein. Hier ist also schon mal. Was ist hier der rote Dings da? Nichts. Schade, es sah so aus, als wäre da eine Kiste oder so. Okay. Look at your beauty ready, Frekkis. Finitas, now freedom, thou apple took us. Dann kommen wir halt zurück und greifen an. Doch Bewohner haben auch schon nichts mehr zu tun. Vielleicht sollte ich sie umbringen. Ah. Oh je. So cool. Dann gehen die mal als erstes hier vor. Und kommen alle hinterher. Auf geht's. Ich darf nämlich vor, zu weit vor mit denen hier, sonst ist die restliche Armee zu weit weg. Alright, hier wartet einiges auf uns. Vor allen Dingen von den königlichen Rittern sehr viele. Aber ich habe ja alle Upgrades, also ich wüsste nicht, was ich jetzt noch machen könnte sonst. Nicht so wirklich. Naja, also es muss funktionieren einfach. Die fange ich mal hier an die Seite und die hier weiter vor. Oh shit, da ist noch was anderes erst. Wir müssen erst noch das niederbrennen. Weil es ist so eine kleine Mini-Nebenquest, dass man alle diese Höfe findet und niederbrennt. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch mehr. Da ist bestimmt auch noch irgendwo einer versteckt oder so. Vielleicht hat ja einer von euch die Mission von Tomate und alle Höfe gefunden. Vielleicht gebe ich denen jetzt mal andere Steuergruppen. Die Geräusche. Okay. Wir rennen da jetzt mal nicht mit den Typen rein. Ich hatte das da buffen müssen. Ich habe das Buffen vergessen. So, aber die kommen ja jetzt wahrscheinlich auch gleich dann, ne? Was ist denn mit denen da eigentlich? Kommen die oder kommen die nicht? Hm.
shit, sie kommen, okay. Aber wo laufen die jetzt hin? Die laufen natürlich jetzt hier an die falsche Stelle. Retten Sie Ihren Anführer. Nein! Wo ist er denn? Hallöchen! Ist schon erfüllt und wo ist mein Anführer? Der muss hier wieder belebt werden. Ja, wir haben es wohl geschafft. Fern der Heimat, doch durch ihren König bestärkt, erzwangen die Engländer die Kapitulation der Franzosen und schlugen König Ludwig samt seinen Rittern in die Flucht. Mit dem Sieg für die Engländer in diesem spontanen Gefecht war es König Heinrich gelungen, das Land seiner Vorfahren für die englische Krone zu erobern. Aber es ist auch irgendwie so krass, ne, dass er irgendwie alle Kämpfe dann immer so gewonnen hat. Ich bin verrückt. Was dann eine gute Kriegsführung gehabt haben, oder was war daran so besonders? Oder er einfach mega Übermacht. Okay, das haben wir schon gesehen. Das hier ist was zum Lesen. Ludwig VI. War ein beliebter König von Frankreich. Er zeichnete sich durch einen wachen Geist, Tugendhaftigkeit und ein starkes Pflichtgefühl gegenüber dem Königreich aus. Doch seine Herrschaft wurde getrübt durch wiederkehrende Angriffe seiner eigenen Barone. Wieder und wieder griffen sie seine Ländereien an. Und jedes Mal wurden sie von Ludwig bezwungen. Dies brachte ihnen den Spitznamen der Kämpfer ein. Nach jahrelangem Widerstand akzeptierten die Adligen Ludwig als König und vereinigten sich unter seinem Banner, als es gegen die englischen Invasoren ging. In späteren Jahren gab sich Ludwig Speisen und dem Wein hin und trotz seiner Reputation als Kriegerfürst wurde er unter seinem zweiten Spitznamen Ludwig der Dicke bekannt. Noch immer gedenkt man seiner als König, der die Schwachen und Frommen schützte und allen Widrigkeiten zum Trotz sein Land in schweren Zeiten vereinte. Oh, klingt nett. Falkner Die Herrschaft der Normannen über England war durch massive Burgen und neue Gesetze gekennzeichnet. Doch auch eine ihrer Leidenschaften zeigte sich im Land, die Jagd. Normannische Adlige, Männer wie Frauen, liebten die Jagd mit Raubvögeln. Zum Schutz ihrer Jagdgebiete erhoben sie Anspruch auf das Land und verboten dem einfachen Volk das Jagen. Falkenjagen, indem sie in große Höhe aufsteigen und dann auf ihre Beute herabstürzen. Trainiert werden sie mit einem Federspiel, einem Lederball mit einem Fleischbrocken daran. Das bereitete sie darauf vor, ihre Beute zu fangen, andere Vögel wie Saatkrähen und Fasanen. Bei der Verfolgung seiner Beute konnte sich ein Falke weit von der Jagdgesellschaft entfernen. Also folgten auch die Reiter querfeldein, um das Geschehen zu Pferde haben Bock. Hatte ein Falke seine Beute gefangen, wurde er gefüttert und musste am gleichen Tag nicht erneut ausfliegen. Es mussten also viele Vögel zur Jagd mitgenommen werden, um den Adel zu unterhalten. Falken wurden aber nicht zu Pferd transportiert, das würde sie durchschütteln, sondern auf einem Gestell, der sogenannten Falkentrage. Das ist ja mal witzig, das habe ich noch nie gesehen. Während die Beizjagd mit Falken zu Pferde betrieben wurde, nahm man Habichte zu Fuß mit. Anders als Falken haben Habichte breite Flügel und setzen ihrer Beute in gerader Flugbahn nach. Oftmals in Bodennähe, in Waldgebieten. Cool. Raubvögel, die auf Sicht jagen, haben ausgezeichnete Augen. Wenn sie nicht aktiv waren, hielt man sie mit Hilfe einer Lederhaube ruhig. Die Dunkelheit sorgte dafür, dass sie nicht überreizt und rastlos wurden. Herrscher der Lüfte, die den Herrschern des Landes gehorchten. Falken und Habichte waren Macht- und Statussymbole. Sie waren ein zentraler Bestandteil der normannischen Identität. Sehr cooles Video wieder.
Juhu! Ich hoffe, euch hat die Folge auch wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich sehr drüber. Und damit wünsche ich euch wieder einen schönen restlichen Tag oder Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!